Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerinnen. Gleich vorweg möchte ich sagen, es ist symbolisch jetzt in der Diskussion, das hier zu sehen. Erstens einmal, in Sonntagsreden beschwören wir, wie wichtig die Gesundheit ist, die Gesundheitspolitik. Aber letztendlich ist das der Klassiker. Zwei Frauen sitzen dann hier in der Gesundheitsdiskussion. Man lässt das auf der Regierungsbank. Man überlässt es, wie gesagt, den weiblichen Ministerinnen hier die Stellung zu halten. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, wenn wir über die Quote heute schon einiges gehört haben, ist es nicht unbedingt mein Thema, aber ich möchte schon festhalten, dass tüchtige Frauen in unserer Gesellschaft keine Quote benötigen. Und das sehen wir an ihren beiden Beispielen in ihrer Vita bis heute. Ziemlich sicher auszuschließen, dass hier die Quote im Spiel war. Zum eigentlichen Thema: Als Arzt bin ich froh, dass eine Ärztin neue Gesundheitsministerin geworden ist. Als Wissenschaftssprecher und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses bin ich froh, dass eine Wissenschaftlerin diese Aufgabe übernommen hat. Und als Vater und Großvater bin ich besorgt über eine Tatsache, dass Infektionskrankheiten, dass längst ausgestorbene, gewähnte Erkrankungen leider wieder zurückkommen und wir hier eine Verunsicherung in der Bevölkerung erleben in Bezug auf Vorbeugung und Therapie. Und da bin ich froh, dass eine Expertin aus diesem Eck auch hier auf der Regierungsbank Platz genommen hat. Aber als Politiker und Patient hört sich schon wieder auf mit dem, worüber ich froh sein kann. Weil, Frau Minister, wir können Sie leider nicht aus der Verantwortung entlassen, dass Sie jetzt über Jahre hinweg hier nicht nur eine weisungsgebundene Spitzenbeamtin waren, sondern auch so etwas wie Mastermind hinter den gesamten Dingen, über die wir hier kontroversiell diskutieren, gestanden sind. Es ist eine Tatsache, dass heutzutage das einst so hochgelobte und tatsächlich beste oder eines der besten Gesundheitssysteme der Welt ein eklatanter Sanierungsfall ist. Das hat mehrere Ursachen, aber für die Patienten, und wenn man es aus der Perspektive des Patienten betrachtet, auch schon viel heute gesagt, ich erwähne es jetzt noch einmal, bedeutet das eine eklatante Vergrößerung oder Vermehrung der Wartezeit, vor allem in den Spitalsambulanzen. Es bedeutet ein langes Warten auf Operationstermine. Es bedeutet, in Gangbetten zu liegen, und im niedergelassenen Bereich finden die Patienten immer seltener Ärzte. Es werden immer seltener die Krankenkassenplanstellen besetzt. Die Patienten müssen sich auch hier, und Sie haben sie angesprochen, im RCD sehr lange auf Termine warten und vieles mehr. Wir haben de facto heute ein sogenanntes Mehrklassensystem. Wir alle wissen, wenn es notwendig ist, dann muss bezahlt werden, dass man schneller drankommt und dadurch eben eine zeitgerechte und natürlich dadurch auch, weil es zeitnah ist, bessere Behandlung zu bekommen. Das ist leider eine Realität. Wir haben vor uns eine politische Auseinandersetzung mit den Standesvertretungen, aber nicht nur dort. Das sind ja eben nur Standesvertreter. Das ist die Gewerkschaft der Ärzte, wenn man so möchte. Und es gibt hier momentan eine wirkliche Konfliktsituation, wo wir einen vertragslosen Zustand befürchten müssen auf Dauer. Und warum ist diese ganze Situation so eingetreten? Wende ich mich an Sie, Herr Kollege Spindelberger. Erstens einmal ganz klipp und klar, gerade im Sozialbereich, wie damals mit den Spitalsärzten, war das schlicht und einfach Ignoranz und politisches Unvermögen. Gut, da können wir trefflich drüber streiten. Aber es ist natürlich auch die Reformverweigerung in Bezug auf die Sozialversicherungen, wo die Sozialpartner hier eine wirkliche Schuld tragen. Und das Dritte ist wirklich hausgemacht. Das ist eine sinnlose Ideologisierung in den letzten Jahren der Gesundheitspolitik. Weil wenn wir streiten, wissen wir, und ich könnte jetzt noch einmal darüber sprechen, was alles für Missstände herrschen, wie man es besser machen könnte, aber tatsächlich und de facto ist es doch heute so, dass wir mit den sogenannten PHCs oder diesen Zentren zusammenfassen wollen, hier nichts anderes sehen als eine Zerschlagung des freien Berufsstandes beziehungsweise eine Veränderung des heute immer noch gut funktionierenden Kassensystems. Herr Spindelberger, wenn es so ist, dass
im Raum steht, dass der Gesamtvertrag abgelöst wird durch Einzelverträge, dann werden die Ärzte letztendlich erpressbar sein und niemandem wird geholfen sein. Und wenn wir darüber sprechen, wie wir sofort die Dinge verbessern können in den Randzeiten, am Abend, wie auch die Frau Kollegin gesagt hat, es ist dort in ihrer Gegend am Mittwoch hat keiner da. Na, es ist ganz einfach zu lösen und morgen umsetzbar, wenn Ärzte endlich Ärzte anstellen dürfen. Und ich verstehe hier diese Politik der Bremse in diesem Bereich überhaupt nicht. Wir Freiheitliche erwarten von Ihnen, Frau Minister, dass Sie den hochgesteckten Erwartungen derer gerecht werden, die Ihnen in Ihren jungen, dynamischen Gesundheitsmanagerin sehen, die noch weitgehend unbelastet von parteipolitischen Zwängen und Befindlichkeiten die richtigen Entscheidungen nach fachlichen Kriterien zu treffen vermag. Wir Freiheitlichen erwarten, dass Sie frischen Wind in das erstarrte System bringen und eine dynamische Sichtweise vertreten. Und wir erwarten eine Unterstützung der von uns geforderten Strukturreformen, die vor allem in der aufgeblähten Verwaltung ansetzen muss, neuen Gebietskrankenkassen, die derzeit parallel existieren und ihr jeweiliges Klientel bedienen, sind ein bürokratischer Klotz am Bein des immer knapper werdenden Gesundheitsbudgets. Und das Krankenkassensystem muss verschlankt werden. Selbstverwaltung bedeutet schließlich nicht Selbstzweck, sondern Dienstleistung für Ärzte und Patienten. Und jetzt möchte ich noch was sagen zur Quote, weil Sie das ja auch heute so erwähnt haben, dass man sich halt auch im Parlament bemühen muss. Schauen Sie, wir Freiheitlichen lehnen die Quote ab. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, nur mal zwei Ausschüsse herauszunehmen, über die wir auch heute hier sprechen. Das ist der Gesundheitsausschuss und der Sozialausschuss. Und da stellt man fest, dass die SPÖ in den Sozialausschuss 7 Männer und eine Frau schicken. Und in den Gesundheitsausschuss schickt die SPÖ aktuell 6 Männer und nur 2 Frauen. Wir, die Quote ablehnen, schicken in den Sozialausschuss 3 Männer und 3 Frauen, eben die Parität, und in den Gesundheitsausschuss immerhin noch 4 Männer und 2 Frauen. Also, wie gesagt, wir benötigen es nicht, in dieser Art und Weise hier gesetzliche Regelungen vorzunehmen. Sie brauchen eine innerparteiliche Diskussion über diese Themen. Frau Bundesministerin, wie gesagt, Sie stehen am Beginn Ihrer politischen Karriere. Sie sind jetzt in der Politik, aber noch lange keine Politikerin. Sie haben die Chance, neue Wege zu gehen. Sie sind keiner Gewerkschaft verpflichtet, keiner Arbeiterkammer, keinem Wirtschaftsbund. Wie gesagt, Sie könnten theoretisch, wie der Kollege gesagt hat, wenn Sie sich trauen, hier wirkliche Veränderungen heranbringen. Ein weit abgetretener parteipolitischer Pfade. Nutzen Sie dieses Zeitfenster, die bisherige freiheitliche Zurückhaltung, und das muss ich leider jetzt auch noch mal hier sagen, im Gesundheitsausschuss und bezogen auf Gesundheitsthemen, war jetzt ausschließlich der Biodät gegenüber ihrer schwer erkrankten Vorgängerin geschuldet. Mit ihrem tragischen Tod endet auch unsere Rücksichtnahme in diesem Bereich, und die Schonfrist ist vorbei. Wir erwarten von Ihnen die unverzügliche Inangriffnahme der heißen gesundheitspolitischen Eisen. Wir haben heute viel gehört, was alles falsch läuft. Wir haben leider noch viel zu wenig praktische Vorschläge hier wahrgenommen. Sie werden in uns, wenn Sie diesen Weg einschlagen, einen wohlwollenden Partner sehen. Ansonsten wird es einen erbitterten politischen Widerstand geben, und das wäre schade. Dankeschön. Die Schonfrist für die neue Gesundheitsministerin ist vorbei. Die FPÖ erwartet unverzügliche Inangriffnahme der gesundheitlichen Probleme, sagte Andreas Karlsböck.